Ja, ich denke, war heute ein tolles Spiel, auch zum Ansehen. Und ja, wir haben nach dem schnellen Rückstand eine super Reaktion gezeigt, eine richtig, richtig gute erste Halbzeit gespielt. Auch wunderbare Tore erzielt, einmal von hinten raus, einmal ein sehr, sehr schöner hoher Ballgewinn. Und ja, dann zweite Halbzeit hat man mit Leipzig ein bisschen nochmal den Druck erhöht und sind dann, ja, ich denke, ein bisschen unglücklich nach diesem Freistoß, haben sie den Ausgleich erzielt. Und ja, dann war es so ein Spiel, wo es hin und her ging, wo Leipzig die ein oder andere sehr gefährliche Situation hatte, wo aber auch wir mit dem Pfostenkopfball von Jay Brooks und dann hinten ganz am Ende nochmal eine Riesenchance von Wout auch die Möglichkeit gehabt hätten, das Spiel zu gewinnen. Und deswegen denke ich, dass das Unentschieden in Ordnung geht und der Auftritt war heute wieder sehr, sehr gut. Vielen Dank. Dann bitte ich jetzt um ein kurzes virtuelles Handzeichen, damit ich euch entsprechend aufrufen kann. Engelbert. Hallo Herr Glasner, in der Tat ein gutes Spiel Ihrer Mannschaft. Warum hat es am Ende nicht für einen Dreier gereicht? Trotzdem nicht gereicht. Ja, ist einfach, hat man gesehen, dass Leipzig auch die Schlagzahl nochmal erhöht hat. Sie haben dann auch ja, mit ihren Wechseln nochmal richtig Tempo in der Offensive gebracht, mit Nkunku, mit Paulsen, mit Kluivert. Und ja, was mich aber, hatten dann auch zwei, drei sehr gefährliche Kontersituationen, die wir eigentlich so nicht haben möchten. Aber das zeigt auch, dass die Mannschaft dann mit 2-2 nicht zufrieden war und auf Sieg gespielt hat. Und das freut mich auf der einen Seite und deswegen, ja, ist nicht ganz so einfach, das Spiel dann so durchzuziehen wie in der ersten Halbzeit. War heute auch ein bisschen, ja, von den Optionen her, ich habe mich ja entschieden, mit Kevin und mit Riedle auf der rechten Seite eben zu beginnen, hier zwei sehr laufstarke Spieler zu bringen gegen eben Angelino, der hier sehr, sehr offensiv agiert. Und ja, dann war Riedle war mit den Kräften am Ende, Kevin war schon am Rande einer roten Karte und unsere Flügel, unsere Außenspieler müssen einfach extrem viel laufen und dann, ja, hatten wir nicht mehr so viele Optionen hier nochmal zu reagieren und das hat man gemerkt, die Spieler wurden auch ein bisschen müde hinten raus und haben aber alles probiert und ja, deswegen hat es vielleicht nicht gereicht für einen Sieg, aber der Auftritt war wirklich wieder sehr, sehr gut. Thomas? Ja, seine großen Chancen hat Leipzig nicht genutzt. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Stattdessen hat Ihre Mannschaft beim Gegentor ein Geschenk verteilt. Wie haben Sie die Situation gesehen und was müssen gerade Jay Brooks und Maxence Lacroix, der den Augenblick dann besser macht? Ja, es war eine schwierige Situation. Der Freistoß wird lange am zweiten Pfosten gedreht und kommt dann wieder zurück und dann ist eigentlich oft alles möglich. Dann ist ein Schnittball mit Xaver Schlager und mit Haidara. Keiner weiß, wo der Ball hingeht und dann kommt er genauso in Hüfthöhe daher und dann, ja, das wissen wir oft alle, wenn der so in der Hüfte kommt, weißt du genau kurz nicht, wie du reagieren sollst. Ja, und Maxence hat sich entschieden, dann wegzudrehen, dachte, Kuhn steht dahinter, der war überrascht, also das war einfach ein Missverständnis, aber auch eine schwierige Situation und deswegen gibt es hier von meiner Seite keinen Vorwurf, weil für uns ist das einfach, wenn wir es jetzt am Fernsehbild ansehen, haben 70 Puls und sagen, okay, dann nimm ihn dir halt mal runter und schieß ihn weg, aber in der Situation, der Ball geht drüber, kommt wieder zurück, wird abgefälscht und dann musst du halt in, weiß ich nicht, Bruchteil einer Sekunde reagieren und so ist das Tor dann eben entstanden. Unglücklich, aber Vorwurf gibt es hier an keinen. Engel? Glasner, Marin, Pongracic stand doch nicht im Kader. Warum nicht? Ja, ich habe am Donnerstag gesagt, dass er das erste Mal ja in dieser Woche mit der Mannschaft trainiert hat und dann auch gestern nochmal. Ja, und dann haben wir uns nochmal unterhalten auch mit ihm und haben uns eben entschieden, nachdem er ja nur diese zwei Einheiten diese Woche mit der Mannschaft hatte, dass wir einfach das auch noch nutzen. Wir haben eine englische Woche vor der Tür, ihm einen guten physischen Reiz zu geben und in der Regel, das haben wir ja auch heute gesehen, wechselst du nicht in der Innenverteidigung und bevor er jetzt dann unter Umständen 90 Minuten auf der Bank gesessen wäre, haben wir das genutzt und ihn heute dementsprechend auch gut belastet physisch, damit er eben hier wieder noch schneller zurückkommt zu alter Stärke. Christian. Hallo Herr Glasner. Wenn Sie sagen, Sie haben eben gesagt, die Mannschaft wollte auf Sieg spielen,
Wie haben Sie denn die Stimmung eben empfunden? Also waren die Jungs enttäuscht am Ende über das 2-2? Und ergänzende Frage für Sie, ist das heute nochmal der Beweis gewesen, dass Sie mit der Mannschaft einen Schritt nach vorne gekommen sind in Richtung der Top-Mannschaft in der Bundesliga? Ja, wir waren alle eigentlich enttäuscht, ja, weil wir, ja, wir haben uns, unser Gefühl ist so, es wäre manchmal ein bisschen mehr drinnen, wobei man heute schon auch sagen muss, dass Leipzig in der zweiten Halbzeit 2-3 richtig dicke Möglichkeiten hatte. Und, aber ja, die Mannschaft merkt jetzt auch und spürt am Platz, dass wir ja in vielen Phasen mithalten können und das aber nicht nur über unsere Kompaktheit, sondern auch in eigenem Ballbesitz. Das erste Tor ist ja das beste Beispiel dafür, wo wir einfach sehr, sehr gute Laufwege haben und das auch dann richtig schön ausspielen. Und dieses Gefühl möchten wir halt dann jetzt auch irgendwann mal mit einem dann schwarz auf weiß sehen, nämlich, dass wir solche Partien gewinnen. Aber ja, das werden wir so wie ein Hamster immer wieder versuchen und dann wird das auch kommen. Christian, war das bei dir jetzt nochmal ein Handzeichen oder nur ein Daumen hoch für Dankeschön? Ich habe versucht, die Hand gerade da runterzunehmen. Vielen Dank. Gut, dann Engelbert nochmal. Herr Glasner, Wout hat heute sein 11. Bundesliga-Tor geschossen oder geköpft sozusagen. Wie viel macht er in dieser Saison? Weiß ich nicht, aber wenn wir so weiterspielen und er auch hier seine Präsenz im Strafraum weiter so aufrechterhält, dann werden noch ein paar dazukommen. Aber das Tor war einfach richtig schön gespielt von hinten raus. Ja, wie wir es wollten, Leipzig die Mitte zumachen, dann über außen, dann haben wir einen richtig guten Laufweg, wo Yannick tief geht und Renato aber entgegenkommt, so die Abwehr verwirrt und dann uns aufdrehen und trotzdem wieder Yannick ins Spiel bringen. Flanke war auch dann top und das ist halt Wouts Riesenstärke, wie er sich im Strafraum bewegt. Hier kommt er dann mit seinem Zug am ersten Pfosten vor den Gegenspieler, Abschluss top. Also das war ein wunderschönes Tor, wie man sich das natürlich als Trainer wünscht und werden sicherlich noch ein paar dazukommen bei Wout. Thomas. Sie haben Yannick gerade schon angesprochen, der hat den heute mit 2 Vorlagen geglänzt. Wie sehen Sie ihn aktuell? Er hatte lange Zeit einen schweren Stand, zumindest reinzukommen in die Mannschaft. Jetzt hat er sich aktuell auch festgespielt. Gibt es da irgendeinen Grund, ihn rauszunehmen? Ja, Yannick hat, deswegen spielt er ja natürlich auch immer so wie die anderen, einfach sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Auch wo er dann ja, gebraucht wurde von der Mannschaft, war er da und hat einfach sehr, sehr gut gespielt. Und er hat ja eigentlich, obwohl er sehr gute Leistungen gezeigt hat, ein bisschen unglücklich, weil er hätte in Dortmund ein Tor verdient gehabt und erzielen können, hätte in Berlin, hat er 2 Riesenchancen. Und die Überlegung war halt, ihn auch eben auf die 10 zu stellen, weil er sehr, sehr gute tiefe Laufwege hat. Und das waren eben auch dann die in den Chancenentstehungen beim Abschluss, das weiß er aber auch, da hat er sicherlich noch Luft nach oben. Ist jetzt auch nicht so, dass das seine angelernte Position ist, aber er macht das einfach richtig gut und heute war er dann in der Entstehung, er war ja auch wieder ein tiefer Laufweg vor der Flanke und er ist auch sehr laufstark. Wir wussten, wir brauchen heute ein sehr laufstarkes zentrales Mittelfeld und das war beim Ballgewinn ja beim zweiten Tor auch so, wo Riedle das richtig gut antizipiert. Wir haben das den Jungs gezeigt diese Woche, dass Upamecano hier oft sehr, sehr gerne Risikopässe durchs Zentrum spielt und das hat er gut antizipiert und dann ist aber auch nochmal Yannick dazugekommen, haben so Überzahl geschaffen am Ball. Ja, waren heute viele schöne Szenen und gute dabei und Yannick macht das richtig gut. Engel nochmal. Herr Glasner, Sie haben lange nach dem Spiel mit Julian Nagelsmann noch gesprochen. Worüber hat man sich da so ausgetauscht? Über das gute Spiel nur oder ging es dann auch um andere Dinge? Ja, es ging über viele Sachen im Fußball. Natürlich war Corona-Thema. Sie hatten ja auch ein paar Fälle wie Hee-Chan Wang, der, glaube ich, hat gesagt, 3 Monate raus war. Und da haben wir uns ein bisschen so, welche Erfahrungen Sie gemacht haben und wir. Und dann waren natürlich Fußball-Themen, ja, wie wir das Spiel gesehen haben und andere Abläufe. Und Sie schauen sich ja immer unsere Spiele an. Wir spielen ja oft vor ihnen. Ja. Also wir haben, bevor sie gegen Dortmund gespielt haben, haben wir in Dortmund gespielt. Jetzt haben sie Union Berlin, da haben wir letzte Woche gespielt. Deswegen sieht er auch uns immer wieder. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und war unterhaltsam. Thomas. Ich
Ich würde nochmal zu Yannick ganz kurz zurückswitchen. Jetzt bemüht sich der VfL gerade um die Vertragsverlängerung mit ihm. Jetzt hat er ein paar Mal auf der 10 gespielt. Welche Perspektive können Sie ihm geben, um ihn zu überzeugen, dass er in Wolfsburg unterschreibt? Ja, das werde ich natürlich dann mit ihm im Detail besprechen, aber ich denke, die größte Perspektive, die er hat, ist, dass er spielt jetzt und dass er sieht, dass wir uns als Mannschaft und sich auch jeder Einzelne nach vorne entwickelt. Das ist ja die Perspektive, die du haben willst als Spieler, dass du dich persönlich weiterentwickeln kannst, dass du dich als Mannschaft weiterentwickeln kannst und dass du dann Spieleinsätze bekommst, weil, ich habe das schon oft gesagt, sonst wäre es einfach, wenn es nur um Spiele geht, dann könnte hier jeder in die vierte Liga gehen und sagen, dann spiele ich jedes Wochenende mit meiner Qualität. Aber das suchen die Spieler nicht. Die suchen Herausforderungen. Sie wollen sich verbessern. Sie wollen in einer guten Mannschaft spielen. Ich denke, dieses Umfeld können wir ihm bieten. Warmes Essen wird er sich auch kaufen können, dreimal am Tag mit dem Salär, das er bekommt. Also von dem her sehe ich einfach viele Pluspunkte, die für uns sprechen. Christian. Herr Glasner, wenn man so ein leeres Stadion hat, hört man ja also viel auf der Tribüne. Jetzt musstest du das nochmal versuchen, bitte. Kollegen, so neben. Bitte? Kannst du bitte die Frage nochmal wiederholen? Ich fange nochmal von vorne an, ja. Herr Glasner, in einem leeren Stadion hört man auf der Tribüne ja sehr viel. Das heißt, heute hat Julian Nagelsmann deutlich hörbar nach Dezibel gewonnen im Vergleich zu Ihnen. Wie geht Ihnen das, wenn Ihr Trainerkollege die Mannschaft so anschiebt, das Pressing quasi sehr lautstark unterstützt? Ihrer Art ist das ja nicht. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, den man da wahrnimmt. Ja, ich bekomme das eigentlich gar nicht mit. Ich bin mit meinem Fokus so auf dem Spiel, dass ich das fast nicht wahrnehme, was da auf der gegnerischen Bank passiert, eher in Spielunterbrechungen. Also von dem her habe ich das eigentlich heute gar nicht so schlimm empfunden oder überhaupt nicht schlimm empfunden, sondern habe das kaum wahrgenommen. So, dann denke ich, dass alles beantwortet ist. Vielen Dank und euch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja, schönen guten Abend. Ich war mit den ersten 10, 12 Minuten sehr zufrieden. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben gute Ballgewinne gehabt, aber auch mit Ball haben wir das gut gemacht, sind noch verdient früh in Führung gekommen oder früh in Führung, wie sagt man? In Führung gegangen. Gefühlt hat uns das Tor nicht ganz so gut getan. Danach war der Druck von Wolfsburg deutlich größer. Wir haben teilweise sehr schnell eröffnet, wo wir noch nicht wirklich in einer guten Positionierung waren. Kriegen dann den Ausgleich, wo wir deutlich zu spät Druck machen an unserem rechten Flügel und dann irgendwann aus einer Überzahlsituation eine Unterzahlsituation kriegen. Kette nicht wirklich durchsichert und dann die Qualität von Wout Weghorst dann in der Box ist bekannt. Beim zweiten Tor haben wir einen Aufbaufehler, den wir ja gerade in der Champions League auch in der Gruppenphase zweimal hatten, den wir uns nicht passieren sollte. Dann ist es ein abgefälschter Schuss. Dann haben wir in der Halbzeit nochmal ein paar Dinge angesprochen, weil die Phase von der 11., 12. Spielminute bis zur Pause war nicht in der maximalen Schärfe, die man bringen kann. Dann in der Pause das kurz thematisiert und dann haben die Jungs, das finde ich, sehr, sehr stark gemacht in der zweiten Halbzeit. Viele Ballgewinne, super gespielt. Ja, 6-7 sehr gute Chancen und 2000-prozentige, wo wir ein Tor machen müssen. Das will es nicht zu einem mega Thema machen, aber das sind schon ein paar Spiele, jetzt, wo wir deutlich zu viele Chancen liegen lassen. Das war gegen Dortmund nicht der Fall, aber gerade heute auch wieder gegen eine sehr gute Mannschaft, die natürlich dann auch eine große Chance hatte, mit Brooks dann den Kopfball an den Pfosten gesetzt hat, müssen wir dann heute trotzdem das Spiel gewinnen. Wir waren in der zweiten Halbzeit deutlich näher dran und haben, wie gesagt, einmal 2 gegen 0 eigentlich und einmal 2 gegen 1 auf dem Torwart und auf den letzten Feldspieler von Wolfsburg. Und da können wir schon mehr draus machen. Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben. Das ist jetzt auch kein mega Beinbruch, weil Wolfsburg eine gute Mannschaft ist und auch statistisch zu Hause unglaublich gut und noch kein Spiel verloren hat. Da ist es heute geblieben, auch wenn wir ein Stück näher dran waren. Danke, Julian. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Stefan Krause von der Bild-Zeitung Leipzig, bitte. Trainer, hallo, genau. Markus Krösche, der Sportdirektor, war ein bisschen genervt, dass es wieder keinen Sieg gegen einen sogenannten Großen gab. Warum ist die Bayernjagd im Moment so schwer?
Ich thematisiere das Bayern-Jagen nicht immer, sondern es geht darum, unsere eigenen Punkte zu sammeln. Und das sind jetzt zwei Spiele, wo wir jetzt nicht so gepunktet haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Köln noch dazu nimmt drei. Ja, gegen Dortmund habe ich ausführlich darüber berichtet. Heute ist es einfach in der zweiten Halbzeit schlichtweg ein Thema der Chancenverwertung. Es ist einfach so. Sonst haben wir in der zweiten Halbzeit inhaltlich das sehr, sehr gut gemacht. Klar kann Angel, wenn er den Ball quer spielt, schieben Justin rein, wenn Justin die Aktion besser löst, wenn Guidobogi den Ball von Dani nicht auf der Linie klärt, kann ich über jede Situation oder jede Chance einzelne Dinge berichten. Einen hält Kukas Dels sehr, sehr gut. Fakt ist es so, dass wir aus diesen Situationen einfach mehr Tore machen müssen. Das war jetzt nicht so wie gegen Dortmund, dass wir deutlich zu wenig Chancen hatten. Heute hat man eigentlich wieder Chancen für 3-4 Spiele, um in jedem Spiel eine gute Anzahl von Toren zu erzielen. Und das haben wir heute zu wenig getan. Und deswegen punkten wir nicht, wenngleich man auch festhalten muss, das habe ich jetzt auch draußen schon mal betont, es ist ja jetzt kein Naturgesetz, wenn Bayern mal gegen Gladbach verliert. Die spielen ja noch morgen gegen Freiburg. Also so eine Megakrise haben sie jetzt, glaube ich, noch nicht. Dass dann alle anderen Mannschaften automatisch gewinnen. Also das wäre ein bisschen zu einfach. Wenn Bayern da mal ein Freitagsspiel hat und nicht gewinnt, dann brauchen alle anderen am Samstag und Sonntag gar nicht mehr spielen, weil es eh klar ist, alle gewinnen. Also es geht halt nicht. Man spielt immer noch gegen eine eigene Mannschaft, einen eigenen Gegner. Und Wolfsburg ist dieses Jahr sehr, sehr gut und das haben sie auch heute gezeigt. Thomas Hiete vom Kicker, bitte. Ja, hallo Herr Nagelsmann, Sie haben selbst angesprochen, wie Ihre Mannschaft gut reingekommen ist. Wie erklären Sie sich dann diese plötzliche Passivität, die dann auch in den Zweikämpfen spür- und sichtbar war? Hier war ein bisschen eine Rückkopplung, hast du es verstanden, Julian? Ne. Bitte nochmal wiederholen die Frage. Ja, ich habe die Passivität angesprochen in der ersten Halbzeit nach der Führung. Hat er dann Erklärung dafür, dass die Mannschaft wirklich gut reinkommt ins Spiel, in Führung geht und dann auf einmal spür- und sichtbar ein bisschen den Faden verliert? Ja, einerseits, wie ich schon gesagt habe, beim Ausgleichstor, das waren wir passiv im Attackieren über den rechten Flügel. Ein Thema, das habe ich auch den Jungs gesagt, ist einfach nach wie vor das Thema Kommunikation. Auch beim ersten Tor, wo Dudu und Nordi einfach nicht miteinander sprechen, nicht miteinander kommunizieren, wer welchen Spieler attackiert. Das ist nach wie vor ein Thema, wo man einfach Steigerungspotenzial sieht, wo wir uns verbessern können und auch verbessern sollten. Und dann ist schon so, dass uns, muss man auch sagen, Wolfsburg uns körperlich einfach überlegen ist. Das ist einfach so, wir haben ein bisschen andere Spielerstruktur. Wolfsburg hat, glaube ich, heute 4 oder 5 Spieler gehabt, die alle über 1,94 groß sind. Ich habe, glaube ich, nur einen einzigen im Kader, der diese Größe hat, vielleicht 1,5. Mein Torwart ausgenommen, aber die sind uns dann körperlich schon überlegen. Und wenn das Spiel dann rein auf zweite Bälle geht oder viel Körperlichkeit reingeht, dann haben wir da schlechtere Karten. In der zweiten Halbzeit haben wir viele Ballgewinne gehabt ohne Zweikampfsituationen, einfach durch gutes Anlaufen in der ersten Linie, was wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht haben. Deswegen waren wir da deutlich besser drin. Gibt es weitere Fragen? Stefan Krause nochmal von der Bild Leipzig. Ganz kurz nochmal. Marcel Sabitzer war ja eine Second-Entscheidung, dass er spielt. Hatten Sie nur den Eindruck, dass da ein bisschen was nachgewirkt hat bei ihm? Verletzungstechnisch? Naja, hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Natürlich ist es so, wenn du eine Woche lang gar nicht trainierst, dass nicht zwingend leicht ist, dann sein allerbestes Spiel zu machen. Aber ich finde, dass er es trotzdem gut gemacht hat und war wieder ein wichtiger Faktor. Hat auch in der zweiten Halbzeit, finde ich, sehr viele gute Ballgewinne gehabt. Trotzdem ist es für jeden Spieler leichter, wenn er ein paar Trainingseinheiten in den Knochen hat. Aber Sabi ist ein erfahrener Spieler, auf den wir einfach ungern verzichten. Ein guter Spieler und den man auch mal reinwerfen, wenn er nicht trainiert. Und dafür hat er das gut gemacht, dass der sein Leistungsoptimum nach einer Woche Verletzung vielleicht nicht sofort erreicht, sondern ein bisschen braucht, ist auch normal, aber das war trotzdem völlig in Ordnung. Dann bedanke ich mich herzlich. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.